Hallo und moin moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Evil Within. So, jetzt sind wir ja im Kapitel 5. Glaube ich. Ah, das war Speed. Ja. Leslie wurde hier vor Jahren behandelt. Er kam her, weil er diesen Ort für vertraut und sicher hielt. Sie wissen, wo wir sind? Dort liegt das Hospiz meines Bruders. Er nimmt uns sicher auf. Das beantwortet nicht meine Frage. Ehrlich, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich gerade meinen Verstand verliere und Sie nur eine Einbildung sind. Ich glaube, ich habe noch einen kleinen Funken Anstand. Und daher die Pflicht, meinen Patienten zu schützen. Als Mann des Gesetzes gilt das auch für Sie. Moment. Da passt genau was. Genau so ein Arschloch. So. So, mal kurz aus dem Weg hier. Ich muss hier mal kurz rein. Hi. Das Tagebuch von Sebastian Castellanos. Also wir, das haben wir jetzt rausgefunden. Myra wurde heute Nachmittag fast getötet. Wir haben einen Verdächtigen verfolgt und er hat auf sie geschossen. Gott sei Dank war ich in der Nähe. Sie kommt schon wieder auf die Beine. Aber es war unerträglich, sie so bluten zu sehen und das Gefühl zu haben, sie verlieren oder ihr sagen zu können, ohne ihr sagen zu können, was ich für sie empfinde. Ich glaube, sie fühlt dasselbe. Da ist etwas zwischen uns. So viel steht fest. Es verstößt gegen die gegen den Verhaltenskodex, aber ich muss sie wissen lassen, was ich für sie fühle. Ich hoffe nur, dass ich mich nicht lächerlich mache. Ja. Wahrscheinlich wieder seine Frau kennengelernt hat, du. Brain Juice. Wow. Digga, mach doch nicht sowas. Ich hab's gewusst. Ja. War ein zerbrochener Spiegel. Was glaubt ihr denn, was da jetzt kommt? Haben Sie etwas vergessen? So, erstmal speichern. So, jetzt gehen wir erstmal hier rein. Wir haben 9100. Da wird sich doch was mit anfangen lassen können. Ja. Oh! Das habe ich noch gar nicht gesehen. Nahkampfschaden. Sprintdauer wäre auch jetzt nicht so verkehrt. Ich glaube, das nehmen wir einmal. Ich glaube, da machen wir einmal Nahkampffähigkeit. Maximale Sprintdauer. Kostet 2000. Reserven. Was haben wir noch hier? Streichhölzer. Da haben wir jetzt eigentlich schon genug. Quellenbolzen, Schrotflintenmunition. Ich glaube, wir haben auch mal Schrotflintenmunition. Gott. Das muss jetzt erstmal reichen. Ich habe jetzt gerade noch was gesehen, das muss ich noch schnell überprüfen. Das habe ich jetzt nur so aus dem Augenwinkel heraus gesehen. Ah, man kann nochmal einzeln die Waffen skillen. Okay. Die Waffen an sich praktisch, wenn man einen Favoriten hat, dann kann man den skillen. Jetzt ist gerade noch die Tür aufgefallen, kann man eigentlich in die rein? Nein. Oh, hier ist ja auch ein Spiegel. Ich will eigentlich mal hinter die... Kann man hier rein? Nee. Hier auch nicht. Da
ist auch scheinbar niemand drin. Dann gehen wir mal raus. Wir müssen meinen Patienten Leslie finden. Okay. Dann suchen wir den guten Herr Leslie mal. Gehen wir mal hier in das Haus rein. Was ist hier nur passiert? Keine Sorge. Der Onkel Doktor ist hier. Der Onkel Doktor ist hier? Keine Sorge. Doktor, nein, nicht. Valerio, ich bin's. Das ist mein Bruder, Valerio. Leslies früherer Arzt. Abziehen. Ja, alles freilegen. Hey, was machen Sie da? Ich habe die Vermutung, dass wir in Leslies Kopf sind, weil wenn das Hospiz hier drauf ist und Leute da sind, an die er sich erinnert, dann... Warum nicht? Warum sind wir jetzt die Erinnerung? Hey, Suppe. Wie konnte er Valerio sowas antun? Unmöglich. Hä? Kann nicht Rovik sein. Was ist das denn? Jetzt geh mal in die Controller hier. Hä? Mit dem kann ich da weg? Lol, ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Dann gucken wir mal. Muss ich das mit dem Controller machen? Okay, der ist offen. Skalpell, Tupfer. Alter. Habe ich jetzt den Schlüssel oder habe ich den jetzt nicht? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich ihn habe. Ist hier noch irgendwas? Doktor, wir sollten hier nicht sein. Ah, Streichhölzer. Kann man schon fast eine Suppe machen, du. Die gute alte Anatomie. Ja, ja, so ist das. Wir müssen los. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Aber erstmal Kissen hier zertreten. Das macht man so. Oh, eine Spritze. Bei einem Arzt zu Hause. Das ist ja sehr ungewöhnlich.
Wo ist E-Stores? Blendbolzen, ein Sprengkopf für die Quellenarmbrust. Der Gegner mit einem grellen Blitz blendet. Geblendete Gegner können aus jeder Richtung mit einem Schleichangriff getötet werden. Nur für den Fall. Manchmal will das Spiel ja einem was beibringen. Was ist jetzt? Achso, Flasche. Leslie? Das kam von draußen. Ja. Das kam von draußen, das heißt, wir bleiben noch drinnen. Erledigt haben. Komm mir nicht so nah. Ich habe dich gewarnt, mein Freund. Ich habe dich gewarnt. Oh, eine Axt. Gut geschossen. Boah. Komm doch nicht von unten. Liegt hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Achso, ich dachte schon, da wäre irgendwie Gehirnwasser. Leslie, where are you? What? Danke. Gegen Gratisuppe sage ich nichts. Ich glaube, wir gehen gleich nochmal zurück in den Kopf. Hallo? Ah, Werkzeug. Signore, warum verfolgen Sie uns? Ah, streichelt er. Was hat der Junge für ein Problem? Bin jung. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Er ist darunter. Minjung? Wir können dir helfen. Ich habe eine Axt. Damit können wir den Kopf abhacken. Danach geht's dir viel besser. Mach den Kopf frei. Links oder geradeaus? Hallo? Is anyone here? I don't have any space for this equipment.
So, I have to go back. No. We will go back to skill. Sorry, Doc. Wir müssen nochmal zurück. Ich habe was vergessen. Hallo, ich habe was... Am Spiegel habe ich was vergessen. Ich kann die ganzen Sachen nicht mehr nehmen. Das geht doch nicht. Sehen Sie? Hier ist schon wieder was. Aber das kann ich aufheben. Hier ist etwas, das Sie gebrauchen könnten. Hä? Hier entlang, bitte. Gleich. Ich hab, I have no time. Ich have to skill hier mein Brain. Thank you very much. But now is skill time. So. Schrot ist schon auf Maximum. Now you can show me your Dingenskirchen, ne? Warum bin ich so im weggezoomt hier? Thank you very much. Soll ich vorgehen? Wo führen Sie mich hin? Sie reden wohl nicht viel. Die Brille steht Ihnen übrigens. Ah, Leichenfächer, oder? Oder wie man zu denen sagt. Detective Castellanos? Ja. Haben Sie so einen Schlüssel? Ja. Mit so einem Schlüssel können Sie eine dieser Türen öffnen. Oh, du bist halber durch mich durchgegangen? Okay. Ob du wirklich eine Minimiste, es rappelt in der Kiste, eine Minimiste weg und du bist weg. Gehört Ihnen. Kommen Sie jederzeit wieder, wenn Sie möchten. Oh. Oh, damit kann ich Gegner einfrieren. Ist ja sweet. Eine Rollstuhl, was ist hier hinten noch? Wo ist das? Ah, Kartenfragmente. Sehr schön. Mensch, hier hinten ist aber ganz schön laut, du. Kann man nichts inspizieren, okay. Ja, dann war es das hier hinten, oder? Ja, natürlich ist die Tür zu. So, I have to go. Oder habe ich jetzt nochmal eine Überraschung, wenn ich hier reingehe? Ich glaube nicht. Das kann alles nicht sein. Ach, halt. What? Ich wollte jetzt nur speichern. Lady, es ist hier sehr laut und sehr schwarz-weiß. Ich fand den Ort schon sehr merkwürdig, jetzt ist er noch merkwürdiger. Senorita, ich kann nicht speichern. Warum ist die Tür hier zu? Madame, warum sind Sie an meinem Spiegel? Nein, nicht alle. Nein.
Was ist mit ihren Beinen? Anmeldungen und nicht eine einzige Entlassung. Lol, was ist mit den Beinen? Hallo? Sie haben keine Hüfte mehr. Senorita, Sie haben Ihre Hüfte verloren. Lass mich los, lass mich los. Hallo? Wird hier jemand sexuell belästigt? Gut. Sir, Entschuldigung, Sir. Gut. 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 Ich bin der sexuelle Belästigungspanda. Kann ich Ihnen helfen? Oh, das ist Leslie. Was machst du in meiner Zelle? Dreh dich nicht creepy um. Lass das. Ich mag sowas nicht. Hallo. Sie sehen gar nicht gut aus. Passen Sie auf sich auf. Okay, das war ein Zeichen. Von ganz oben. Und zwar, dass wir die Folge beenden sollten. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Bis denn. Tschüss.